بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt, ein Buch, dessen Zeichen ausführlich dargelegt sind, als ein arabischer Koran für die Leute, die Bescheid wissen. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema die Sprache des Koran und die Bewahrung der Identität. Die Sprache ist das Gefäß, die Bedeutungen und Kulturen trägt. Sie ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Identitätsbildung und beeinflusst stark die Persönlichkeitsentwicklung. Wer zwei Sprachen spricht, hat zwei Kulturen. Und wer drei Sprachen spricht, hat drei Kulturen und kann das geistliche Produkt vieler Köpfe lesen. Die Muttersprache des Menschen bleibt jedoch einer der wichtigsten Faktoren bei der Gestaltung seiner Kultur. So, wer die Geheimnisse seiner Sprache nicht kennt, kann das Wesen der Kultur eines anderen Volkes nicht erkennen und ihre Tiefen nicht ergründen. Die arabische Sprache hat aber eine gewisse Besonderheit. Es ist die Sprache des ehrwürdigen Koran und der reinen Sunna. Das große Wunder unseres Propheten Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, ist der ehrwürdige Koran in Bezug auf seine Rhetorik und seine sprachlichen und rhetorischen Geheimnisse. Dazu stehen im Koran viele Koranverse. Zum Beispiel, wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Zitat Ende. In einem zweiten Koranvers steht, und so haben wir ihn als einen arabischen Koran hinabgesandt. Zitat Ende. In einem dritten Koranvers steht, in diesem arabischen Koran, an dem nichts Krummes ist, auf das sie gottesfürchtig werden mögen. Zitat Ende. In einem vierten Koranvers steht, und so haben wir dir einen arabischen Koran als Offenbarung angegeben, damit du die Mutter der Städte und diejenigen ringsumher warnst und damit du vor dem Tag der Versammlung warnst, an dem es keinen Zweifel gibt. Zitat Ende. In einem vierten Koranvers steht, der Koran ist in deutlicher arabischer Sprache herabgesandt. Zitat Ende. In einem fünften Koranvers steht, und wir haben ja ein Buch zu euch hinabgesandt, in dem eure Ehre liegt. Begreift ihr denn nicht? Zitat Ende. Der edle Koran stellt eine Verbindung zwischen der arabischen Sprache und dem Funktionieren der Vernunft her. Allah der Erhabene sagt so im Koran, wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Zitat Ende. So setzten sich die Muslime mit dem Koran auseinander, ließen ihren Verstand wirksam werden und brachten eine Zivilisation hervor, die nicht geleugnet werden konnte. Auch verbindet Allah im ehrwürdigen Koran die arabische Sprache mit dem Aufruf zum Wissenserwerb. Und so sagte er, ein Buch, dessen Zeichen ausführlich dargelegt sind, als ein arabischer Koran für die Leute, die Bescheid wissen. Zitat Ende. So dringt er darauf, Wissen zu erlangen und Gottes Furcht zu verwirklichen. Allah sagt ferner im Koran, und wir haben ja den Menschen in diesem Koran allerlei Gleichnisse geprägt, auf das sie bedenken mögen, in diesem arabischen Koran, an dem nichts Krummes ist, auf das sie gottesfürchtig werden mögen. Zitat Ende. Und niemand bestreitet, dass es nicht möglich ist, unsere Religion Islam richtig zu verstehen und ihre Regeln aus dem Koran und der Sunna richtig abzuleiten. Es sei denn, man versteht die arabische Sprache genau, denn die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis der Religion. Abdullah ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf ihm und seinem Vater, sagte einmal, ich kannte die Bedeutung des im Koran erwähnten Wortes Vater deutlich Erschaffer. Erst als zwei Beduinen mit mir über einen Brunnen in Konflikt gerieten, von denen einer sagte, ich habe ihn fatartuha, das heißt,
ursprünglich erschaffen. Die Beherrschung der arabischen Sprache halten deswegen die Rechtsgelehrten für eine der erforderlichen Voraussetzungen der selbstständigen Rechtsfindung, Ijtihad. In der Zunge der arabischen Sprache, sagte so einmal der ägyptische Dichter Hafiz Ibrahim, ich habe das Buch Gottes in Wort und Absicht zum Ausdruck gebracht. Mir fehlt weder seine Verse noch seine Ermahnungen. Wie kann ich heute eine Maschine nicht beschreiben oder neuen Erfindungen Namen geben? Ich bin das reiche Meer versteckter Perlen. Man könnte den Taucher nach meinen Muscheln fragen. Zitat Ende. Niemand kann auch leugnen, dass der Mangel an Kenntnissen der arabischen Sprache und ihrer Bedeutung, der Mangel an Verständnis des Textes und an der Kenntnis dessen, was damit zusammenhängt, sowie die Beschränkung auf die Übernahme der offensichtlichen Bedeutungen ohne die Kenntnis seiner Einzelheiten und Geheimnisse zu einem schweren Irrtum führt. Dies soll zu einem falschen Verständnis verleiten, was zu Blutvergießen führen könnte. Daher ist das Verstehen des Koran und der Sunna eine obligatorische Pflicht, und es kann nur durch das Erlernen der arabischen Sprache erreicht werden. Und alles, was für das Obligatorische unabdingbar ist, ist wiederum obligatorisch. Umar ibn Khattab, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte mal: Lernt das Arabische. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Religion. Abdelmalik ibn Moran sagte auch einmal: Verbessert eure Zungen. Es kommt vor, dass ein Mann von einem Unglück heimgesucht wird. Dort birgt er sich Kleider und Tiere, aber es ist ihm unmöglich, eine Sprache sich zu borgen. Die Schönheit des Menschen liegt in seiner Beredsamkeit. Zitat Ende. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten Mohammed, seiner Familie und seinen Gefährten. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Sprache des Koran das Erbe der Nationen sammelt und bewahrt, die Grundlagen des Denkens und der Kultur im Laufe der Geschichte aufnimmt und das Überleben und die Unsterblichkeit der Gedanken der Nation garantiert und dass die Existenz von Nationen mit der Existenz ihrer Sprache verbunden ist. Nationen, deren Sprache ausgestorben ist, haben ihre Existenz aufgegeben und sind in der Kultur anderer Nationen untergegangen, so dass das Interesse an der Sprache eine Indikator für die Bewahrung der Identität selbst ist. Die Sprache ist der Ausdruck der kulturellen Einheit, der Einheit der Ziele und des Denkens, und sie ist das wichtigste kulturelle Gefäß für jede Nation oder Kultur. Daher brauchen wir Wachsamkeit und Widerstand gegen alle Versuche, unsere Identität aufzulösen, und müssen hart daran arbeiten, unsere zivilisierte Immunität angesichts der Flutwellen der Erosion zu stärken, indem wir die Sprache des Korans ehren und bewahren. Denn sie ist der Schlüssel zu unserer Identität. Und auf sie stolz zu sein, ist ein Stolz auf die Identität. Und ihr zu dienen, wäre für die Religion und die Nation ein Dienst. Möge Allah Ägypten und alle Weltländer vor jedem Unglück bewahren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.